Test, Test. 1, 2, 3. Ja, das sieht gut aus. Toncheck, Bildcheck oder auch nicht. Jawohl, da ist das Bild. Wunderbar. Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr und 1 mittlerweile. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, guten Mittag, gute Nacht oder auch morgen, je nachdem, wann ihr das vielleicht schaut, nachschaut auf YouTube oder in Twitch. Freue mich natürlich besonders über die, die live dabei sind. Hallo User, auch schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich. Auch dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir spielen heute Abend wieder SnowRunner. Ja, wer beim letzten Mal dabei war, der hat vermutlich mitbekommen, dass, oder überhaupt die letzten Male dabei war, hat vermutlich mitbekommen, dass ich bisher immer so ein wenig unkoordiniert durch die Gegend gefahren bin. Im Grunde alles, was so auf dem Weg lag, einfach mitgenommen habe. Für heute habe ich mir ein klein bisschen was anderes überlegt. Ich habe nach dem letzten Stream mir nochmal die Karte angeguckt, was wir denn da uns für heute vornehmen wollen. Ja, und ich würde gerne ein paar Nebenaufgaben auf der Black River Karte abfahren. Außerdem habe ich beim letzten Mal den Tipp bekommen, dass doch im Shop für 75.000 Dollar ein ganz schicker Offroad-Truck zu haben ist. Und damit werden wir uns jetzt als erstes beschäftigen, den mal an Bord zu holen, indem wir einen unserer anderen Trucks noch verkaufen. Und ja, dann werden wir eben genau mit diesem Truck, mit dem neuen Truck, mal ausprobieren, wie gut wir denn damit in den Nebenaufgaben zurechtkommen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Spiel. Ja, wie ihr seht, wieder mal stehen wir vor einer fertiggestellten Brücke. Ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, es ist schon sowas wie Tradition. Bis jetzt jeder Stream endete und fing damit an, dass wir vor eben jener Brücke standen. Und so auch heute wieder. Aber, wie gesagt, heute wollen wir die Sache ein bisschen anders angehen. Deswegen wechsle ich jetzt mal auf die Black River Karte. Unseren Fleet Star lassen wir da stehen, wo er steht. Da steht da gut. Aber wir schauen jetzt mal in die Werkstatt und beschäftigen uns dann jetzt das erste Mal tatsächlich mit dem Shop und mit Verkaufen und Verkaufen, was wir bisher noch nicht im Programm hatten, außer eben Ausbauteile für unsere bestehenden Trucks. Ja, beim letzten Mal hatte ich den Tipp bekommen, dass es im Truckshop einen Ankh Offroad Truck gibt. Und wenn wir den Shop öffnen in der Garage, dann sehen wir auch direkt, das ist der erste, der uns angeboten wird. Ich vermute, dass es sich um den handelt, denn wir sehen Leistungsgewicht Klasse S. Das heißt, der bringt richtig was auf die Straße für das Gewicht, das er mit sich trägt. Und ansonsten auch die Haltbarkeit und der Spritverbrauch sehen gut aus. Allradantrieb hat er auch immer an und Differentialsperre. Dementsprechend ist der Spritverbrauch natürlich relativ hoch. Aber den wollen wir uns jetzt mal schnappen. Wir sehen allerdings 62.900, da kommen wir nicht ganz mit aus. Deswegen gehen wir jetzt mal in unser Trucklager und schnappen uns unseren alten GMC, den wir zuletzt häufiger verwendet hatten. Nein, nicht mehr häufiger verwendet hatten. Wir sind ja eigentlich fast alles mit dem Fleetstar gefahren, weil der GMC sich doch schon bei einfachem Gelände sehr schwer tat, eben weil er auch keinen Allradantrieb hatte. Und deswegen werden wir den jetzt mal verkaufen. Dafür brauchen wir nur hier in der Garage auf Verkaufen klicken, sehen 33.600 Dollar gibt es dafür. Und das ermöglicht uns dann eben im Truckshop uns diesen Offroad-Truck zuzulegen. Wir haben auch die Möglichkeit im Shop uns vorher anzuschauen, was wir hier kaufen. Also wir könnten hier draufklicken und bekommen dann die typische Übersicht, die wir auch haben, wenn wir in der Garage sind. Aber wir wollen den ja auf jeden Fall ausprobieren. Von daher werden wir den jetzt kaufen. Kaufen und einsetzen. Absolut richtig. So. Jetzt sehen wir hier oben, haben wir einen Haken und eine 1. Das heißt, der ist jetzt in unserem Besitz. Und da ist er auch schon. Jetzt müssen wir den natürlich noch ein wenig individualisieren.
gucken wir mal. Hier können wir natürlich bisher noch nicht viel machen. Aber auf jeden Fall, was wir einbauen wollen, ist eine andere Federung. Da stellt sich für mich die Frage, die erhöhte Federung, die kennen wir ja schon, oder die aktive Federung, die eine manuelle Anpassung der Bodenfreiheit bietet. Da habe ich noch keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Aber wir nehmen das mal, weil das wäre ja das Optimale, dass wir es anpassen können, so wie wir es haben wollen. Dann schauen wir mal in die Reifen. Da haben wir auch die Möglichkeit, zumindest schon einen Offroad-Reifen uns zu gönnen. Die Schlammreifen sind leider noch nicht freigeschaltet. Da fehlt uns noch einiges. Da müssen wir erst den Spielerrang 12 erreichen. Da sind wir noch weit entfernt von. Aber auf jeden Fall die Offroad-Reifen sollten wir draufziehen. Ja, ansonsten Winde ist schon das drin, was wir können. Ersatzrad ist nicht freigeschaltet. Schnorchel wäre eine Überlegung wert. Da hatten wir ja beim letzten Mal festgestellt, wenn man da durch tieferes Wasser fährt, kriegt man sonst Probleme mit dem Motor. Dann läuft Wasser rein und wir saufen ab und zerstören den Motor. Dementsprechend werden wir die Flachkappe auf jeden Fall mal anbauen. Und bei den Rahmen zu setzen haben wir es hier eine Besonderheit. Da gibt es nur eine geringe Auswahl. Was heißt, entweder brauchen wir da einen Sattelauflieger oder wir müssen dafür sorgen, dass wir einen Anhänger dabei haben. Ich würde sagen, wir nehmen mal die niedrige Sattelkupplung, falls wir tatsächlich mal einen Auflieger finden und mitnehmen wollen, aber wir gehen erstmal davon aus, dass wir die Dinge, die wir transportieren, mit einem Anhänger transportieren. Warum ich davon ausgehe, erkläre ich euch gleich noch, wenn wir zum Thema kommen, wenn wir zum Thema kommen, welche Aufgaben wir denn heute angehen wollen. So, ja, herzlich willkommen auch an Ansturz. Schön, dass du da wieder dabei bist. Freut mich. Und einen guten Abend zurück. Oh, da sehe ich noch was im Chat und zwar das Thema Farbe. Ihr seht, ich habe schon aufgerufen. Ja, User. Große Auswahl. Dann schlag doch mal was vor. Für alle, die beim letzten Mal dabei waren, wo ich schon die Farbe geändert habe vom Truck auf Pink, jetzt habt ihr einen Verdacht, von wem der Hinweis kam, dass ich doch mal ein bisschen mehr Farbe in mein Spiel reinbringen soll. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie denn da die Meinung für heute Abend ist. Nochmal Pink wäre ja fast ein bisschen langweilig dann schon. Na, User, wie sieht's aus? Oder muss ich selber wählen? Während wir warten, vielleicht noch kurz für alle Fußballinteressierten. Gestern Hammerspiel. Wir haben es zusammen nach dem eigenen Kick in der Halle geguckt. Wahnsinn, was die sich da für ein Duell geliefert haben mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Und heute ist auch schon wieder Fußball auf dem Plan. Läuft bei mir auch nebenbei. Und zwar die Relegation für die erste Liga Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Für alle Interessierten, ich werde euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn ihr es selber nicht eingeschaltet habt. Und ja, schauen wir mal. Da kommt was. In der dritten Reihe, das in der Mitte. Das? Also, wenn mir nochmal jemand sagen, ich würde zu einfache Farben wählen. Aber gut, wir nehmen die Farbe erstmal. Wenn ich mich vertan. Ich meinte 5-3. Ah, der dachte es mir doch schon fast. Gut, etwas mehr grüne Farbe. Grün finde ich gut. Grün ist meine persönliche Lieblingsfarbe. Also, dann schmeißen wir doch die grüne Farbe ran und dann geht's auch schon los. Wir verlassen die Werkstatt. Und wie ich angekündigt hatte, ich habe ein paar Pläne geschmiedet und habe schon mal den Weg vorgezeichnet, den wir heute nämlich
erfahren wollen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir fahren heute die Aufgabe auf jeden Fall das Notwendigste. Das ist zwar eine Hauptaufgabe, aber die soll uns so ein bisschen. Nein, ich lüge. Ich gucke nur auf die falsche Seite, auf meinen ersten Plan. Ich wollte nämlich anfangen mit dem verschollenen Öltank. Das sind nämlich Aufgaben, die hier so in dem Bereich sind. Wie wir sehen, da geht es darum, einen Öltankanhänger zu finden, der sich hier oben in der Pampe befindet. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Wahl unseres neuen Trucks vielleicht gar nicht so schlecht ist. Haben dann auch direkt einen Anhänger. Kriegen also keine Probleme damit, dass wir keine Pritsche auf diesen oder keinen Auflieger, keine Ladefläche auf auf diese Zugmaschine bauen können. So, und auf dem Weg dorthin können wir nämlich noch eine zweite Aufgabe angehen, die da heißt Entwässerung. Hier haben wir nämlich die Aufgabe, drei Pumpen zu finden. Die erste Pumpe sehen wir hier oben, da kommen wir dann später zu. Die zweite ist in der Nähe der Werkstatt und damit werden wir dann auch anfangen. Mal gucken, ob wir mit dem Wagen bis da reinkommen und wieder raus, um die Pumpe zu finden. Und ja, fahren dann weiter zum Ölanhänger. Der muss hier an der Tankstelle abgeliefert werden. Genau, auf dem Weg dahin liegt soweit keine Aufgabe mehr, die passend wäre. Allerdings können wir dann von da aus weiterfahren und haben hier wieder eine Kombination aus zwei Aufgaben, und zwar eben die Entwässerung, die hier in der Pumpe statt oder die, wo wir hier wieder eine Pumpe im Matsch finden müssen. Und dann der versunkene Geländewagen, den wir beim letzten Mal schon angegangen sind, wo wir allerdings nicht tief genug reingekommen sind mit unserem anderen Truck. Da werden wir diesmal versuchen, ob der Offroad-Truck, der neue Offroad-Truck da vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Genau. Und zwei weitere Aufgaben, die wir dann im Anschluss angehen werden, wenn wir denn überhaupt so weit kommen, sind die Aufgaben Motel in Nöten. Da haben wir nämlich die Aufgabe, einen Schiebeplanauflieger hier oben zu holen, der dann eben in der Kombination mit der Pumpenaufgabe, mit der dritten Pumpe, ganz passend ist, denn auch hier oben im Matsch ist dann die dritte Pumpe, sodass wir quasi, eine Runde hier quer über die Karte drehen und wenn alles gut läuft, am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 4 bis 5 Aufgaben erledigt haben. Ja, jetzt habe ich viel geredet, jetzt wollen wir mal aufhören mit Reden. Ich schaue noch mal kurz in den Chat. Super, ja, sehr gerne. Ich bin auch immer froh, wenn sich jemand beteiligt und auch mal seine Meinung äußert. Von daher, dann soll das doch auch belohnt werden, User. Ja, wie gesagt, viel gequatscht. Jetzt wollen wir Taten folgen lassen und fahren einfach mal los und gucken, was passiert. Oh, da sieht man auf jeden Fall direkt, da steckt viel Power hinter, so wie der losschießt, ohne dass der Allradantrieb ist, wollte ich gerade sagen, aber ich habe es ja vorhin selber gesagt, der Allrad bei den Wagen ist immer an. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig, wie man denn die Höhe der Federung einstellt, wenn die doch anpassbar sein soll. So, was ich natürlich ansonsten noch vergessen habe, ist wieder die korrekte Aufgabe zu aktivieren. Da hatten wir ja gesagt, wir starten mit der einen Pumpe in der Nähe der Werkstatt, da im Wasser, und gucken mal, ob wir da hinkommen. So, dementsprechend können wir jetzt auch nochmal schnell ins Menü schauen. Federungsmodus ändern. Ah, da haben wir es. Da können wir. Ah, da sehen wir. Zoomen mal ein bisschen näher ran und ein bisschen mehr von der Seite. Okay. Tatsächlich, wenn wir hier auf Federungsmodus ändern gehen, dann liegt der Wagen entweder höher oder tiefer. Perfekt. Gut, wir fangen mal hoch an, weil wir jetzt ja auch direkt ins Gelände gehen und dann, denke ich, kommen wir doch ganz gut zurecht.
mal dabei war, kennt die Strecke vielleicht noch. Hier sind wir nämlich mit dem Fleet Star auch schon gefahren und auch der war ja schon nicht schlecht. Aber der hatte da doch deutlich größere Probleme als wir jetzt mit diesem Wagen. Also stimmt mich das doch froh, dass wir tatsächlich die Aufgaben mit dem Truck auch bewältigt kriegen und nicht im Schlamm stecken bleiben. Aber dreimal auf Holz geklopft, erstmal abwarten und nachher freuen. So, schauen wir mal auf die Karte. Ja, da sind wir auch schon auf der Höhe der Pumpe. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns und wo wir uns denn da am besten in zu gehen, dass wir wieder rauskommen. Denn Windenpunkte werden da nicht viele sein. Hier sind zwar noch Bäume, aber wie ihr seht, ein paar vereinzelte Bäume sind tatsächlich auch hier im Schlamm. Da sollten wir uns doch irgendwie dann auf jeden Fall durchziehen können, wenn nötig. Da ist die Pumpe. Und was wir jetzt noch sehen können, offensichtlich ist hier noch eine weitere Aufgabe, die wir bisher auf der Karte nicht gesehen haben, oder? Ja, korrekt. Denn hier steckt neben der Pumpe tatsächlich auch noch ein Truck fest. Da gucken wir doch mal, ob wir da hinkommen. So, entdeckt, versunkener Schwertruck. Wir wollen aber erst auf jeden Fall bis zur Pumpe fahren, bevor wir uns nachher mit dem Schwack irgendwie vielleicht übernehmen und stecken bleiben. Aber das sieht doch aus, als sollte uns das eine große Probleme bringen. Jawohl, die erste Pumpe haben wir somit gefunden. Kommen idealerweise vermutlich mit dem anderen Truck im Schlepptau. Ja, nochmal eine deutliche Steigerung zum Fleet Star Truck, der auch ja schon nicht schlecht war für unsere Anliegen, aber ganz klar nochmal ein deutlicher Unterschied. So, diese Aufgabe nehmen wir dann an, die heißt nämlich versunkener Schwertruck. Hey, es gibt Probleme auf der Farm. Einige Trucks sind tief im Schlamm stecken geblieben und wir brauchen eine starke Maschine, die sie herausholt. Dafür benötigst du einen wirklich starken Motor. Ja, den haben wir, glaube ich, mit diesem Truck jetzt gefunden. Schauen dann mal in die Aufgabenübersicht, wo der Truck denn hin muss, wenn wir ihn jetzt rausziehen. Und zwar bringen den versunkenen Truck zur Farm. Okay. Das ist natürlich eigentlich nicht so hundertprozentig das und die Richtung, in die wir wollten. Aber so zügig, wie wir mit dem Truck hier reingefahren sind von der Werkstatt aus, denke ich, sollten wir uns das leisten, den versunkenen Truck bis zur Farm zurückzufahren. Sollte uns nicht allzu viel kosten an Zeit. So, erstmal koppeln wir den an. Dann geht's los. Schauen wir mal, ob wir dann hier aus dem Schlamm tatsächlich auch noch genauso gut wieder rauskommen, wie wir reingekommen sind. Den Truck, der uns hinten jetzt im Schlepptau hängt, können wir sogar den Motor noch einschalten. Der scheint noch funktionstüchtig zu sein, sodass das Ganze ein wenig erleichtert wird. Jetzt wird es schon schwieriger. Aber wir haben ja hier noch ein paar Bäume, an denen wir uns ansonsten selber auch noch mal rausziehen könnten.
zwar seine Zeit hier, sich durch den Matsch zu holen, aber da merkt man definitiv, da ist Power dahinter. So, wir wählen dann auch für die Ausfahrt hier den gleichen Weg, den wir auch schon, den wir auch schon reingekommen sind. Der war nämlich ziemlich gut. So, nur schauen, dass jetzt der andere Truck nicht an irgendeinem Baum liegen bleibt. Sollte es doch ein leichtes und schnelles sein, den Truck in der Wand abzuliefern. Unterwegs. Es fühlt sich gerade. Ah, doch. Sieht in die andere Richtung deutlich anders aus als bergauf. Hatte mich jetzt einen kurzen Moment verwirrt. Kommt auch schon mal. Bei mir kann nicht so sein. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich Zuschauer habe. Und ganz besonders freue ich mich über die Zuschauer, die dann auch nicht zu schüchtern sind, sich vielleicht mal im Chat zu beteiligen. Lasst mal zumindest ein kleines Hallo da, dass ich weiß, dass ihr da seid. Vielleicht habe ich die ein oder andere Frage für euch. Zum Beispiel, wie der neue Tag war. Aber wer da jetzt nicht so sehr der Typ für so viel Kommunikation ist, kann ich auch nachvollziehen. Dann freue ich mich auch, wenn ihr einfach da seid und zuschaut. Schweigt und genießt. Fußball hat sich unterdessen noch nicht allzu viel getan. Das steht noch 0-0, kurz vor der Halbzeit. Aber mit Hin- und Rückspiel will da natürlich auch niemand zu großes Risiko eingehen, denke ich. Wenn es dann nächste Woche oder am Sonntag, glaube ich, um die Wurst geht dann und die Entscheidung ansteht, dann denke ich, wird da auch nochmal eine ordentliche Brisanz reinkommen. Ähnlich wie gestern vermutlich. So, ja, das war tatsächlich relativ einfach. Den Truck da rauszuziehen und hier bis zur Farm zu bringen. Also auch der etwas tiefere Schlamm, so wie hier, der dann schon mal mit dem anderen, mit dem Fleet Star doch sehr aufgepasst haben, uns da nicht zu fest zu fahren, haben wir hier überhaupt keine Probleme und haben die Aufgabe beendet. Das sind genau die Muskeln, die wir hier brauchen. Diese Trucks saßen tief im Schlamm, doch du hast sie herausgeholt. Gute Arbeit. Gibt wieder 3000 Dollar und ein bisschen Erfahrung. Und wir haben sogar noch eine Aufgabe mehr abgeschlossen, als ich eigentlich erwartet hatte. Gut, das heißt allerdings jetzt natürlich auch wieder auf den Weg machen Richtung Öltruck, Ölanhänger. Was auf jeden Fall auch auffällt bei diesem Truck ist, so gut er ja sein mag, aber wir haben jetzt schon die Hälfte unseres Sprits verblasen. Also da ist tatsächlich ein extrem hoher Verbrauch.
man dann schon im Auge behalten, wo man unterwegs ist. Wir werden jetzt auch an der Werkstatt dann nochmal anhalten, um unseren Truck wieder vollzuladen, bevor wir nachher kurz vorm Ölanhänger, Tankanhänger und der Sprit ausgeht und wir dann uns sogar bergen lassen müssen. Das wollen wir natürlich nicht. Und da sind wir auch schon. Extreme Kurvenlage wie im Truck auch, weil er doch relativ zügig auf Geschwindigkeit kommt. So, zum Tanken brauchen wir nur einmal rein in die Garage. Da seht ihr Kraftstoff nachgefüllt, wieder bei 200 Litern und dann könnten wir auch schon weiterfahren. Ja, wie beim letzten Mal auch, sind in meiner Abwesenheit weitere Follower dazu gekommen, wo ich mich natürlich auch sehr drüber freue. Und möchte mich auch da nochmal bedanken für It's Ruffy und Shenina, die mir einen Follow dagelassen haben. Dankeschön dafür. Überlege ich jetzt, ob wir das Risiko eingehen, da mal durchzufahren oder ob wir den Weg außenrum nehmen. Ich würde sagen, wir versuchen zumindest mal so ein Mittelding, so ein bisschen am Rand entlang, denn da steht zumindest ein Mast, an dem wir uns rausziehen könnten, wenn es nicht klappt. Aber wir sehen überhaupt kein Thema mit dem Gerät. Kommen wir zumindest hier am Rand durch. Da habe ich mich zu früh gefreut. Verdammt. Und jetzt liegen wir auf der Seite und da wir keine autonome Winde haben, bleibt uns an der Stelle nichts anderes übrig, als uns bergen zu lassen. So. Was ist hier jetzt los? Habe ich jetzt ein wenig technische Probleme? Ah, da sind wir wieder. Sind wir wieder da? Sind wir nicht da? Vielleicht mal ein kurzes Feedback aus dem Stream. Hört ihr mich noch? Seht ihr mich noch? Test, Test. 1, 2, 3. Spiel ist auf jeden Fall noch da. Ich scheine mich auch im Stream noch zu bewegen. Also gehe ich mal davon aus, es läuft noch. Und es hat sich nur bei mir ein wenig aufgehängt. Gut, dann machen wir einfach weiter in der Hoffnung, dass alles so funktioniert, wie es sein sollte. Ja, bleibt nichts anderes, als mich doch nochmal jetzt in die Werkstatt zurückzuziehen. Und mich dann hier auf den Weg zu machen. Thank you.
aber aus Fehlern lernt man ja. Und dementsprechend gehen wir diesmal die Sache dann vielleicht ein wenig vorsichtiger an. Umgekippter LKW immer ganz schlecht. Ohne autonome Winde hat man ja nur die Möglichkeit, tatsächlich sich dann zu bergen oder mit einem weiteren LKW sich wieder in die Spur zu bringen. Durch die hohe Federung, die natürlich im Gelände ein Vorteil ist, hat man dann aber auch das Problem des hohen Schwerpunkts und des Unfalls des LKWs. Ja, danke User für dein Feedback. Scheinbar hat sich in meiner Software auch der Chat aufgehängt. Da muss ich dann über ein zweites Fenster arbeiten. Aber das wird jetzt für den Stream auf jeden Fall noch funktionieren. So, wir sind wieder an der Stelle, wo wir uns gerade auf die Seite gedreht haben. Das heißt, wir gehen die Sache jetzt ein ganz klein bisschen vorsichtiger an. Hoffentlich. Vielleicht schon ein wenig früher vom Gas an, aber ich sehe, dass der Truck ein wenig Schlagseite bekommt. Oder einfach direkt mitten durch die Pfütze fahren, um gar nicht erst in Schieflage zu geraten. Für die Fußballinteressierten, wir haben Halbzeit, 0-0 zur Halbzeit. Noch nichts passiert. Zumindest beim Fußball. Hier ist schon einiges passiert. Eine überraschende Aufgabe haben wir erhalten und abgeschlossen. Den Truck schon mal auf die Seite gedicht. Und jetzt sollten wir dann doch gleich an der Stelle ankommen, wo wir den im Matsch festgefahrenen Öltankanhänger sollten wir dann wieder einen Weg wählen, an dem wir im Notfall immer einen Baum zur Verfügung haben, um uns, wenn wir denn stecken bleiben, rausziehen zu können. Aber erstmal sieht das Ganze ja doch wieder recht entspannt aus. Gerade mit der hohen Federung liegen wir nicht im Matsch auf. Da hinten sehen wir ihn schon. Direkt neben unserem gesetzten Wegpunkt. Wir da hinkommen. Diesmal versuche ich, das Ganze direkt rückwärts anzufahren. Ich bin beim letzten Mal, wo ich dann im Schlamm blöd umdrehen musste. Fehlern, wie gesagt, lernt man. Das soll nicht nochmal passieren. Und so geht hier auch hervorragend, sodass wir den Anhänger einfach ankoppeln können. Die Aufgabe haben wir ja schon bekommen. Dementsprechend brauchen wir die hier nicht nochmal annehmen, sondern können direkt den Anhänger ankoppeln. Unsere Karte öffnen und dann mit einem kurzen Blick schauen, wie wir denn den Anhänger zur Tankstelle bringen, an der er abgegeben werden soll. So.
Also, los geht's. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir natürlich auch zum Schlangen, so wie wir reingekommen sind, auch optimalerweise wieder rauskommen. Weil war ja ganz einfach. Das ist ja häufig so. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Gewicht mit uns zu schleppen, das vor allem auch der hinten dran hängt. Aber im Lastgang kommen wir weiter voran. Jetzt können wir die Winde zwischendurch schon mit einsetzen. Das Ganze zu beschleunigen. Vorsichtiger als stecken zu bleiben und den ganzen Mist im Zweifelsfall nochmal angehen zu müssen. Die kleinen Büsche hier sind natürlich nicht optimal, um sich aus dem Schlamm zu ziehen. Zu funktionieren. Ja, fast schon ein bisschen zu einfach. Da hat der Tipp vom letzten Mal auf jeden Fall volle Wirkung gezeigt, sich doch mal diesen Truck hier anzugucken. Erleichtert sowohl die Fahrt als auch den Abschluss der Aufgaben um einiges. Ich bin auch sehr gespannt, wann wir denn mit diesem Truck dann an unsere Grenzen kommen. Ich glaube, leistungstechnisch ist das gar nicht so verkehrt. Allerdings muss man da schon schauen, dass man wirklich ein Auge auf den Sprit behält. Denn wie ihr seht, ist schon wieder zu einem Drittel leer. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass wir einen Tankanhänger dabei haben. Das heißt, gleich bevor wir ihn abliefern, werden wir uns auf jeden Fall an dem auch nochmal bedienen. Wobei das gar nicht zwingend nötig ist, denn wir bringen ihn ja zur Tankstelle. Das heißt, wenn wir bis da kommen, haben wir eh kein Problem. Aber auch so hätten wir natürlich jetzt die Möglichkeit, zwischendurch mal zu tanken. Man sollte es halt nicht zu früh sagen. Schon die Kurve etwas sehr weit genommen. Da leidet der Truck. Was kommt auch, weil hinter dem Truck so viel Power steckt? Schätzt man dann ein wenig, so ein bisschen wie der Umstieg vom Fahrrad aufs E-Bike. Auf einmal sind die Kurven erstaunlich eng, wenn man statt mit sonstigen 17 km/h mit 25 in die Kurven fährt. Da hat sich schon der ein oder andere mit angelegt. So. Hartmodus würden wir jetzt wahrscheinlich den Tankanhänger zum Tanken benutzen, weil wir dann ja für den Sprit bezahlen müssen, den wir an der Tankstelle kaufen. Aber in unserem Fall ist das jetzt, spielt das keine Rolle, denn wir können uns den Sprit kostenlos gönnen. So, verschollener Öltank. Ja, hol mich der, du hast ihn gefunden. Ich hätte ganz schön Ärger gekriegt, wenn er nicht aufgetaucht wäre. Danke, Kumpel, hier ist etwas für deine Mühen. Auch da bekommen wir wieder $2.400 und ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt schauen wir noch mal auf die Karte. Ob
Beim letzten Mal hatte ich nämlich mir das ja angeguckt und mir dabei was gedacht. Ja, richtig. Ich wollte eigentlich zumindest einen dieser Anhänger mal einsammeln. Nehmen wir mal den ersten, weil die ja im Zweifelsfall verkauft werden können. Und das allerdings nur, wenn sie bis zur Verkaufsstelle kommen, bis zum Anhängershop. Und dieses einfach mitten irgendwo auf der Straße stehen lassen ist dafür gar keine so gute Idee. Und dementsprechend fahren wir das kleine Stück jetzt nochmal zurück und holen den Anhänger zumindest mal ein wenig in. Ich hatte mir bestimmt auch was gedacht, warum ich nicht den Tankanhänger mitnehmen wollte. Ich weiß allerdings nicht mehr was. Dementsprechend fahre ich jetzt doch dann durch bis zu dem anderen Anhänger, weil genau mit dem könnte ich ja im Zweifelsfall, wenn ich denn noch an einer Aufgabe vorbeikomme, bei der was zu laden wäre, das auch noch direkt mitnehmen. Versuchen auf der Straße das Ganze hier zu wenden. Mal, ob das eine Chance hat. Ich mache mal eine kurze Pause. Meine Tochter ist nämlich gerade wach geworden. Wir sehen uns gleich.
So, da bin ich dann auch wieder zurück. Test, Test, Ton ist wieder da. Wunderbar. Ton vom Spiel ist auch wieder da. Ja, schau, das kann auch schon mal vorkommen, wenn die Kinder schlecht schlafen oder ein bisschen unruhig sind. Kann man nichts machen. Ist ja auch kein Problem. Dann machen wir halt eine kurze Pause. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ansonsten wird es heute vielleicht nur ein recht kurzer Stream. Wir werden sehen. So, wir waren am Drehen hier. Doch relativ reibungslos geklappt. Wenn wir jetzt finden wollen und den versunkenen Truck aus dem Matsch, den versunkenen Jeep aus dem Schlamm ziehen wollen. Vielleicht den Motor ablaufen lassen während der Pause, um jetzt doch die Chance nochmal nachzutanken. Schon fast wieder so weit, die Kurve haben wir nicht schnell genommen, zu schnell genommen zu haben. Aber gerade noch Glück gehabt. Aber auch daran werde ich mich gewöhnen. Mal an der Stelle den Anhänger ab und schauen auf die Karte. Ja. Einmal hier kurz rein hoffentlich und dann ist das Thema vielleicht ja schon erledigt. Ein paar Bäume haben wir zum Glück da stehen. Das gibt uns immer die Möglichkeit, die Binde einzusetzen, wenn es denn nötig wird. Wir schauen. Rauskommen und dann können wir auch schön uns mit dem Thema
stand darin, von der Farm aus etwas zu liefern. Aber das schauen wir uns dann gleich nochmal an, wenn wir da sind. Denn dann hilft uns der Anhänger natürlich weiter. Schon mal hier lassen wir dann auch den Anhänger vorerst stehen und schauen wir uns mal nach dem Geländewagen an, den wir beim letzten Mal gescheitert sind. Ich habe den Boot wahrscheinlich nicht ganz optimal gesetzt, genau. Denn dort ist der Geländewagen, den es gilt zu bergen. Geländewagen mit aus dem Schlamm zu ziehen. Sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Wie wir denn jetzt so auch wieder rauskommen? Ja, und dann heißt es jetzt, den Geländewagen auch an der Farm abliefern. Und dann haben wir schon die nächste Aufgabe für heute Abend erledigt. Andererseits wird die Aufgabe, muss man auch sagen, die erste Stunde ist auch schon wieder rum. Das geht hier extrem schnell. Okay, ich habe offensichtlich falsch in Erinnerung, wo denn der Wagen abgeliefert werden soll. Oder ich habe noch ein ganz anderes Problem und einfach die Aufgabe nicht angenommen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Versunkener Geländewagen habe ich tatsächlich nicht angenommen. Dann können wir den ja wieder abkoppeln. Und dann müssen wir zumindest mit dem Truck da nochmal in den Matsch reinfahren, um diese blöde Aufgabe anzunehmen. Unaufmerksam gewesen, hat man die doppelte Arbeit.
gespannt, ob der Truck dann zurücksetzt, wenn wir der Geländewagen jetzt die Aufgabe annehmen, oder ob der einfach da stehen bleibt, wo er steht. Er bleibt scheinbar da stehen, denn wir haben die Aufgabe angenommen und gleichzeitig beendet. Das sind genau die Muskeln, die wir hier brauchen. Den Text kennen wir schon von dem anderen LKW, den wir geholt haben. Aber wieder ein 1000 Dollar, 1100 glaube ich waren es. Erfahrungspunkte. Jetzt sollte es natürlich ein leichtes sein, hier mit dem Truck wieder aus der Matsche rauszufahren. Aus dem Schlamm. Ja, wie wir sehen, auf der Bahn hat sich hier Luft aufgelöst, also gibt es nicht als Belohnung dazu. Ja. So, dann schauen wir mal auf unsere Aufgaben, denn als nächstes wollte ich den Schiebeplan-Auflieger angehen für das Motel in Nöten, verbunden mit dem letzten Wegpunkt. Aber irgendwas war doch da noch mit dem Anhänger. Wofür wollte ich den denn haben? Gab es da nicht auch noch eine Aufgabe, die ich jetzt gerade übersehe? Genau, ich glaube, diese hier war es. Und zwar Lieferung für Steel River. Da geht es nämlich los, eine Lieferung zu machen. Und zwar als erstes soll man zum Stadtlager den Tankanhänger bringen. Also hätte ich mich vielleicht doch besser für den Tankanhänger entschieden. Und als zweites aber für Verbrauchsgüter. Genau, und deswegen hatte ich den anderen Anhänger mitgenommen, denn die Verbrauchsgüter gibt es hier an der Farm. Und die können wir natürlich auf jeden Fall auch schon mal mit in die richtige Richtung nehmen. Dementsprechend werden wir die jetzt auf unseren Anhänger aufladen, mitnehmen und dann schon mal bis zur Gabelung, wo es dann zum Tankanhänger geht, zum Schiebeplananhänger, glaube ich, mitnehmen, sodass unser Weg dann nachher ein wenig kürzer ist. Missionsbeschreibung, bevor ich am Ende mich wieder ärgere, irgendwas überlesen zu haben. Genau, zwei Verbrauchsgüter. Starten jetzt auch mal die Verfolgung dieser Aufgabe, denn dann kriegen wir die korrekten Punkte angezeigt, zu denen wir hinfahren müssen. Wenn wir dann den Schiebeplan auf Anhänger geliefert haben, haben wir dann aufgrund der Größe dieses Anhängers dann immer sogar die Möglichkeit, die zwei Holzplanken am Holzwerk noch direkt mitzunehmen. Und brauchen an der Stelle dann gar nicht zweimal fahren, einen Umweg fahren etc., sondern haben dann die Möglichkeit, das gleich in einem abzufrühstücken. Ist es passiert im Relegationsspiel Hertha BSC gegen Hamburg?
Hamburger SV steht es jetzt 1:0 für den Hamburger SV. Die 57. Minute. Und schon mal ein großer Schritt für die Hamburger. Muss man allerdings auch sagen, gedacht war der Ball vermutlich nicht als Torschuss, aber senkt sich dann unhaltbar die Flanke hinter dem Tor. Wenn das gewollt war, wäre das schon mal ein Wahnsinnsschuss gewesen. Aber ich vermute nicht. Das ist doch am Tag ein Schienenplananhänger bei das Hotel in der. Da schmeiße ich schon mal was durcheinander. Aber nicht weiter schlimm, denn wir kriegen ja angezeigt, was wir das Ganze einsammeln müssen. Wer in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, war es dabei war, der weiß auch noch, wo dieser Tankanhänger ursprünglich stand. Auf dem Weg zur Holzbrücke, die zum Holzwerk führt. Da hatten wir den schon sozusagen auf dem Weg ein Stück mit rausgeschleppt aus dem unwegbaren Gelände. Falsche Taste. Einmal nachtanken. Ja, ihr seht, der Stoffverbrauch bei dem Gerät ist schon sehr ordentlich. Muss man immer wieder gucken, dass man da nachtankt, um nicht irgendwann ohne Sprit liegen zu bleiben. Aber auch jetzt gleich haben wir das Problem natürlich nicht mehr, denn gleich haben wir einen Tankanhänger hinten dran, an dem wir uns dann dauerhaft bedienen können. Während der Fahrt. Heißt jetzt für uns Anhänger ankuppeln und dann ein bisschen viel Schwung. Anhänger ankuppeln und dann geht's zurück in Richtung Stadtlager, wo wir den Anhänger dann abliefern werden. Und dann weiter auf den Weg machen zur dritten Pumpe und dem Schienenbeplan-Anhänger für das Hotel. Ja, für alle, die hier im Stream unterwegs sind oder vielleicht auch das Ganze nachschauen, egal auf YouTube oder bei Twitch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Follow da lasst, denn ich weiß nicht, für diejenigen, die sich ein bisschen mit Twitch auskennen, es gibt ja das Affiliate- und Partnerprogramm und da ist im Grunde der erste Schritt, 50 Follower zu generieren. Das ist im Moment auch mein erstes Ziel im Bereich des Streamings, neben Spaß haben, weswegen ich das Ganze eigentlich hauptsächlich mache. Aber wäre natürlich schön, wenn ich dabei ein paar Follower generieren könnte. Also lasst mir doch ein Follow da. Sowohl in Twitch als auch auf meinem YouTube-Kanal. Den Link dazu seht ihr immer mal wieder im Chat. Oder sucht einfach bei YouTube nach TheTrickster83TV. Dann
ihr da auf jeden Fall meinen Channel auch. Wenn ihr meine Motivation ganz in die Höhe schrauben wollt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne eine kleine Spende, eine Donation dalassen. Auch da bekommt ihr die Infos entweder auf meiner Kanalseite oder hier im Chat zwischendurch. Da wird euch auch direkt der Link gepostet. Da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn da vielleicht das eine oder andere gehen würde. Buxieren und dann haben wir den ersten Teil der Lieferung für Steel River Aufgabe auch schon abgeschlossen. Kommt's. Ganz ohne Schaden geht's einfach nicht bei mir. Deswegen mache ich das auch nicht. Im realen Leben, sondern nur am Computer. So, jetzt ist er allerdings... Ah doch. Ihr seht, der Anhänger verschwindet offenbar nicht bei Abschluss der Aufgabe, denn hier oben ist jetzt die Aufgabe zwar als erledigt gekennzeichnet, aber der Anhänger ist immer noch da, was natürlich ganz schön ist, aber wenn wir jetzt gerade nicht so dringend brauchen. Aber den kann man nämlich auch als mobile Tankstelle entweder wie jetzt mitführen oder dann beispielsweise hier einfach stehen lassen und dann gegebenenfalls dort mal nachzutanken. Im Moment im Spiel noch nicht so wichtig, aber für die zukünftige Mission vielleicht ganz entscheidend, gerade bei diesem Truck, wenn es dann ins Gelände tief geht, wo man ansonsten keine Tankmöglichkeit hat. So. Teilaufgabe wie gesagt abgeschlossen, somit stellen wir jetzt auch wieder um. Im ersten Schritt wollen wir jetzt die Pumpe finden. Da stelle ich auf die Aufgabe Entwässerung wieder um. Ihr seht, hier oben rechts findet die Pumpe am Steel River, ist das letzte, was da noch offen ist. Und auf dem Rückweg werden wir dann den Schiebeplananhänger für das Hotel auf dem Weg mitnehmen. Im nächsten Step würde ich dann noch den zweiten Part der Aufgabe angehen, die wir gerade begonnen haben, die Lieferung für Steel River, und dann unseren abgestellten Anhänger mit den Verbrauchsgütern holen,
mit den Holzplanken auffüllen und zum Stadtlager bringen. Ja, und dann haben wir eigentlich soweit das Programm, was ich mir für heute Abend vorgenommen hatte, auch schon erfüllt. Ich würde das dann vielleicht davon abhängig machen, wie es bei meinen Kindern aussieht. Wenn sie jetzt ruhig bleiben, können wir dann vielleicht noch mal schauen, ob wir noch eine weitere Aufgabe angehen. Ansonsten wird es heute halt einfach mal ein etwas kürzerer Stream. Bleiben wir halt mal unter 2 Stunden, dann wird es auch nicht so dramatisch, denke ich. Vielleicht finden wir ja dann noch jemanden, den wir zusammen raiden können. Heißt rein in den Matsch. Ja, wir könnten hier direkt quer rein. Ich bin mir hier nicht so ganz sicher, wie denn da der beste Weg zur Pumpe ist. Vielleicht gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich runterkommen. Hier gibt es zumindest laut Karte noch Bäume, an denen wir uns dann entlanghangeln können. Dementsprechend nehme ich die letzten Wegpunkte mal weg und markiere direkt die Stelle, an der scheinbar irgendwie zumindest so das ehemalige Weg runter bis zum Wasser. Dann schauen wir, ob wir den nutzen können, wie tief das Wasser hier ist. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Das sehen wir vermutlich erst, wenn wir tief drin sind. Schon sehr tief, aber ihr seht, auf der Seite der Schnorchel ist halt immer noch über Wasser und dementsprechend, ja, hier oben links sogar, und dementsprechend ist es trotz des tiefen Wassers nicht wirklich ein Problem. Haben wir jetzt mit Sicherheit schon. Aber das macht uns jetzt ja nicht so viel aus. War auf jeden Fall vermutlich nicht der optimale Weg, aber auf jeden Fall ein kurzer. Und somit ist die Aufgabe Entwässerung beendet und gemacht. Mit Hilfe dieser Pumpen können wir die Lage hier wieder normalisieren. Und bekommen wir 3050 Dollar und 180 Erfahrungspunkte für. So. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier wieder am geschicktesten raus zu unserem Schiebeplanenauflieger, der dort untergebracht ist. Jetzt sehen wir ihn auch, genau, wenn wir die Aufgabe aktivieren. Ich würde mal schauen, hier gibt es ja sowas wie einen Weg, ob wir bis zu dem kommen können und dann in einem kleinen Bogen hier aus dem Sumpf wieder rausfahren können. Und wenn wir erstmal da auf dem Weg sind, dann sollte der Rest kein Problem sein. Ein paar Bäume stehen ja für den Notfall auch noch. Also würde ich sagen, einfach mal quer durch. Ja, auf jeden Fall deutlich entspannter als auf der anderen Seite, wo wir in den Sumpf reingefahren sind.
schwarze Lampe auf gelbem Grund. Die zeigt, dass wir unseren Auftragspunkt erreicht haben. Wir koppeln den Schiebeplan Anhänger an. Der macht ganz schön komische Sachen dafür, dass wir ihn einfach nur ankoppeln. Und dann heißt die Aufgabe, das Ganze zum Motel zu bringen. Wegpunkte haben wir eigentlich soweit gesetzt. Ich setze noch ein Stück zurück, damit er den Wegpunkt hier auch annimmt. Und dann sehen wir, dass der nächste Wegpunkt sehr weit weg ist. Den habe ich wohl tatsächlich erst am Motel gesetzt. Genau. Ich denke, hier werden wir einfach mal den Weg folgen. Und dann hier auf die Hauptstraße abbiegen und dann den uns bekannten Weg durchziehen, geradeaus weiter bis zum Motel. Jawohl. Ja, das läuft tatsächlich alles deutlich schneller, als ich das erwartet hatte. Mal, was der Unterschied bei der Truck-Auswahl doch geben kann. Heißt, wenn man vielleicht irgendwo nicht weiterkommt, beim nächsten Mal schon mal früher im Shop nachgucken, ob denn da nicht ein etwas passenderes und leistungsstärkeres Gefährt zur Auswahl steht. Vielleicht rufe ich auch nochmal in Erinnerung, stehen ein paar, ja, ich denke, ziemlich hochwertige und leistungsstarke Trucks zur Verfügung, die mir bereitgestellt wurden, dadurch, dass ich mit dem Spiel auch die Erweiterungspacks, die DLCs erworben habe. Aber mein Ziel war es ja, komplett beim kompletten Neueinstieg dieses Spiel auch so anzufangen, wie die Spieler, die bei Release dieses Spiels, was schon eine ganze Weile her ist, ja, das Spiel starten mussten. Herausforderungen soll das Ganze ja auch sein. Nicht nur stures Abfahren der Aufgaben. Oh, da war irgendwas im Boden versteckt, was mir ein Truck jetzt ordentlich ramponiert hat. Hier könnt ihr unten links sehen, ist schon ganz schön mitgenommen. Dürfte der Schadenspunkt, der sie sehr leiden darf, hat sie offenbar schon erlitten auf dem Motor. Hat ordentlich was abgekriegt. Aber noch geht es voran. Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, wovon genau das immer abhängt. Ob man Schaden kriegt, wann man Schaden kriegt. Wir sehen auf jeden Fall, vorne eiert schon ein bisschen. Ein bisschen mehr als gewöhnlich. Starthilfe geben und lass uns hoffen, dass sie den Laden bald wieder zum Laufen bringen.
Geld, Abenteuerpunkte, beziehungsweise Abenteuerpunkte sage ich schon, das kommt ein bisschen vom schwarzes Auge spielen, Erfahrungspunkte natürlich. Aufgabe ist absolviert und ja, wie angekündigt, würde ich sagen, geben wir dann jetzt noch die den Auftrag Steel River Township Lieferung für Steel River an. Das sollte nämlich auch durchaus möglich sein, heute noch abzuschließen. Die Verbrauchsgüter haben wir bis zur Brücke ja schon bis fast zur Brücke ja schon mitgenommen. Dementsprechend können wir die jetzt einsammeln und dann mit einem kurzen Abstecher am Holzwerk für die Holzplanken dann noch ergänzen und anschließend abliefern. Ihr habt gesehen, Nachtanken ist an der Stelle kein Problem. Die Reparatur ist leider nicht möglich. Da müssen wir jetzt halt durch, dass das Ganze ein wenig holpriger wird. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall für den Abschluss der Aufgabe ausreichen. Dafür keine Tastenkombination gibt. Das irritiert mich ein bisschen, dass man immer ins Menü muss, um tatsächlich den Anhänger anzukuppeln. Oder ich habe es einfach vielleicht noch nicht rausgefunden, das kann natürlich auch sein. Möchte ich gar nicht ausschließen. Wenn von euch da jemand genauere Infos hat, könnt ihr die natürlich sehr gerne da lassen. Und ansonsten vielleicht noch zur Info, wer sich von euch für Hands-Up-Musik interessiert, der kann auch gerne mal bei meinem Bruder gucken, nicht schicken. Ich möchte euch gerne bei meinem Bruder vorbeischicken, dem DJ Techno, der ist auch hier auf Twitch unterwegs. Einfach mal eingeben, DJ Techno, also T-E-C-H und dann Mo. Und lasst ihm doch auch einfach mal ein Follow da und hört mal bei ihm rein. Also kann ich nur empfehlen, er ist auch immer dienstags und donnerstags unterwegs, oder was heißt auch normalerweise montags und donnerstags unterwegs. Aber er ist auch dienstags und donnerstags unterwegs. Und ja, kann man zwischendurch auch ganz gut einfach so nebenbei laufen lassen. Kann ich nur empfehlen. Wenn ich auch noch ein klein wenig Werbung machen möchte, ist die Kampfzwerg-Nine. Die streamt nämlich auch immer mal wieder Gaming-Streams, ist da vor allem auf der Switch, Nintendo Switch unterwegs. Würde sich sicher auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Sie streamt vor allem mittwochs, freitags und sonntags, wenn ich mich ganz irre. Und auch da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne einen Follow da lassen und mal bei ihr reinschauen. Aber nicht vergessen, wenn wir beide streamen, dann gehe ich natürlich vor.
natürlich einfach daran, woran man interessiert ist, an welche Art von Spielen. Gerade SnowRunner ist natürlich schon sehr speziell, aber in Zukunft soll es hier auch noch andere Spiele geben. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, was ihr gerne sehen würdet, vielleicht auch in demselben Format wie SnowRunner, einfach ins kalte Wasser springen und dann mal schauen, wie das Ganze quasi für Neulinge so läuft, dann könnt ihr mir das gerne auch zukommen lassen, entweder hier im Chat oder über die Kommentarfunktion bei YouTube, weil ich auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal hinweisen möchte. Aber lasst mir da doch einfach mal einen Kommentar da. Gerne auch Verbesserungsvorschläge. Für Kritik bin ich da immer offen und sehe auch gerne an, wenn es denn Ideen gibt, was ich vielleicht ein klein wenig verändern könnte, um den Stream noch interessanter zu machen. Ansonsten habe ich selber natürlich auch ein paar Ideen, was ich denn gerne noch machen möchte, welche Spiele ich spielen möchte. Beispielsweise Star Trek Online ist was, wo ich auf jeden Fall gerne noch mal reingucken wollen würde. Und ansonsten bin ich auch für viele verschiedene Dinge zu haben. Also XCOM 2 beispielsweise ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht, Civilization 5 oder 6. Aber ich bin da auch offen für andere Spiele. Aber wenn man vom Teufel redet, da ist sie auch schon da, die Kampfzwerg-Nine. Wie praktisch, könnt ihr einfach direkt draufklicken und ihren Follow da lassen, wenn ihr das denn wollt. Und ja, an dich herzlich willkommen im Stream. Mit deiner Elefanten-Gang. So, ja, abladen müssen wir jetzt hier im Stadtlager noch. Ich bin einfach ein bisschen zu weit gefahren, sehe ich gerade. Da sind wir in Frachtverwaltung. Können jetzt hier unsere Verbrauchsgüter abladen und gleichzeitig die Holzplanken. Und damit ist der Auftrag beendet. Lieferung für Steel River, vielen Dank. Du hast den Einwohnern sehr geholfen. Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und uns dran machen, die Stadt wieder aufzubauen. Ja. Material ist geliefert, jetzt seid ihr dran. Erfahrungspunkte gab es auch, hat uns verholfen, auf den Spielerrang 7 zu kommen. Werden mit jedem Spielerrang ja neue Dinge freigeschaltet, wie beispielsweise neue Reifentypen etc. Dementsprechend nicht ganz unwichtig. Was wird über mich geredet? Lästerst du gerade etwa? Ja klar, ich läster immer über dich. Nein, ich habe selbstverständlich, wie sich das gehört, ein wenig Werbung für dich gemacht, dass man doch bei dir auch einfach mal vorbeischauen kann, sollte sogar, dir ein Follow dalassen kann und dann, ja, dich einfach mal anschaut, was du denn so streamst. So, ja, jetzt bin ich eigentlich schon mit meinem ursprünglich geplanten Programm fast durch, weil wir so schnell durchgekommen sind. Jetzt müssen wir mal einen kurzen Blick drauf werfen, mit was wir denn weitermachen wollen. Haben einmal die Aufgabe, die Ersatzteile für die Bohrung einzusammeln. Beziehungsweise diese Aufgabe haben wir irgendwie sogar zweimal in etwas abgewandelter Form, nämlich Reparatur am, nein, nicht Reparatur am Fluss, verschwundene Maschinen heißt es, und einmal in der Reihe verlorene Container. Das wird uns natürlich wieder auf die andere Seite der Karte bringen und wir müssten unseren alternativen Truck wählen, weil auf diesem Truck kein Kran montierbar ist. Alternativ ginge natürlich auch mit Lieferung zum Reparatur am Flussufer mit der Lieferung zum Haus des Bootsmanns. Das wäre hier, wo wir Dinge hinliefern müssten. Da sind wir ja schon auch ein bisschen in der Nähe, also vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber morgen braucht keiner schauen, da ist es voll langweilig bei mir. Wie? Ist morgen nicht Horrorspielzeit?
Also, ich habe davon gehört, dass das alles andere als langweilig ist und man da sehr viel Spaß haben kann, dir den einen oder anderen Schrecken einzujagen. Ja, Ersatzteile gibt es hier oben, was natürlich sehr weit weg ist. Allerdings auch, wie ich mich erinnere, auf der Smithville-Talsperrenkarte relativ am Anfang. Das heißt, man könnte natürlich statt bis darüber zu gurken, einfach einmal auf die andere Karte fahren. Das werden wir, denke ich, auch so machen. Und wir brauchen noch zwei Holzplanken. Ich würde sagen, die Aufgabe geben wir jetzt mal an. Nehmen unseren großen Anhänger mit, liefern den hier am Anhängershop ab, wählen etwas kleineren Anhänger, denn wir brauchen ja nur zwei Frachtslots. Und dann fahren wir direkt rüber zur Smithville-Talsperre, holen die Ersatzteile und danach die Holzplanken wie immer hier an unserem Sägewerk. Nee, nee, voll öde. Ja, dann schaut morgen auf jeden Fall mal bei dem voll öden Stream von der Kampfzwecknine rein. Ich glaube, das wird bestimmt recht spaßig. Mal schauen, ob ich da morgen auch Zeit finde, reinzuschauen. Die Kinder da mitspielen und entsprechend zeitig im Bett verschwinden. Wer weiß. Ich kann es auf jeden Fall. Aus Kampfzwecken ist der noch am Start oder hat er sein Programm für heute schon beendet? Normalerweise ist es ja so, dass ich den auf einem meiner Ohren liegen habe, während ich selber zocke, aber heute läuft ja nebenbei auch noch Fußball und ja, dann wird es halt ein bisschen viel, da muss man sich dann entscheiden. Aber nächsten Dienstag bin ich beim Tecmo auf jeden Fall auch mit am Start. Also auch da, ich habe es ja schon gesagt, einfach mal vorbeischauen, Follow da lassen, reinhören. Es lohnt sich. Ja, ist noch da. Ja, okay. Ist ja für ihn auch schon fast spät. Schloss. Oh, habe ich jetzt die Einfahrt verpasst? Ich bin wieder zu viel am Quatschen. Ne, war nicht die Einfahrt zum Anhängershop. Ich setze mal sicherheitshalber ein paar Wegpunkte, damit ich auch beim Quatschen nicht dann zufällig irgendwann mal falsch abbiege. Ja, moin, Death Angel. Schön, dich auch mal wieder hier zu sehen. Ja, danke. Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Ich habe irgendwie heute ein bisschen technische Probleme. Also mein USB-Studio hat sich irgendwie aufgehängt. Scheint aber, oder zumindest der Videoteil davon, scheint aber noch zu übertragen. Aber ansonsten ist alles gut. Bin heute richtig gut vorangekommen. Habe beim letzten Mal den Tipp gekriegt, auch mal in den Shop reinzugucken und mir den ANT-Trank anzuschauen. Und der hat die ganze Sache heute extrem beschleunigt. Hatte mir so ein paar Aufgaben für heute vorgenommen, vor allem Nebenquests hier auf der Black River Karte und wollte danach eigentlich Schluss machen. Das wäre allerdings schon vor, ja, fast 20 Minuten gewesen. Da habe ich gedacht, dann hänge ich da auf jeden Fall noch ein klein wenig was ran. Ich jetzt mal ganz eben ums Eck schauen muss. Nein, alles ruhig. Ich wollte eigentlich jetzt den kleineren Anhänger, genau, den Pritschenanhänger nehmen wir jetzt nämlich mit und fahren dann wie geplant damit rüber zur Smithville-Talsperre, um da die Ersatzteile zu holen. Das ist
ist doch schön, dass du es geschafft hast heute. Sieht gut aus, der Tag. Ja, danke dafür. Habe ich auch nicht alleine entschieden, wie der auszusehen hat. Habe ich den Chat mit beteiligt und die Wahl fiel auf dieses Grün. Zufälligerweise allerdings auch meine Lieblingsfarbe, von daher habe ich mich da auch gar nicht groß gegen gewehrt. Wie geht's dir denn? Hattest du einen guten Tag? Hast du heute auch gestreamt? Keine Benachrichtigungen gekriegt, also gehe ich davon aus, dass es bei dir heute ruhig war. Oder ich habe sie einfach nur überlesen. Dann werde ich heute zwischendurch auch kein Handy abholen. Zwischendurch aus, vielleicht ist das mir einfach nur durchgerutscht. Aber schön auf jeden Fall, dass du auch da bist. Hoffe, hattest du einen guten Tag. Ja, bei mir ist alles gut soweit. Nee, habe heute mal Pause gemacht, aber morgen wieder. Ja, Pause muss auch mal sein. Ist ja bei mir auch so, jeden Tag streamen wäre mir dann aber auch zu viel. Da gibt es ja auch noch andere Dinge im Leben, die man tun muss, so Real Life und so und arbeiten. Das haben wir aber, also, ja, klar, haben wir doch gesagt, schau vorbei. Ja, das ist richtig, hast du gesagt, aber das ist trotzdem nicht selbstverständlich. Da haben auch schon andere Leute gesagt, sie schauen vorbei und haben nicht vorbeigeschaut. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass man sich in dem Fall auf dein Wort verlassen kann. So, jetzt wollte ich hier die Ersatzteile holen, damit ich mich wieder hoch bis zum Lagerhaus holen muss. Ich weiß gar nicht. Da ist das noch kürzer. Manchmal passt es ja auch einfach mit der Zeit halt nicht. Ne? Mit dem Vorbeischauen ist halt immer so eine Sache. Ja, aber die sind ja nicht alle der Death Angel. Nein, das stimmt. Da bist du wohl einzigartig. Der Nachteil hier an dem Truck ist ein wenig, dass der halt nicht viele Möglichkeiten für die Rahmenzusätze hat. Deswegen gucke ich im Moment halt mit einem Anhänger dran rum, aber der Truck hat schon so viel Power, dass ich den Vorteil gerne mitnehme, auch wenn das heißt, geschaltet hat und nicht, wo man den nicht ausschalten kann. Entsprechend. Ja, müssen wir gleich auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwo ein bisschen spritten. Ich hoffe, dass wir bis zur Tankstelle auf der Black River Karte gleich noch kommen, bevor wir den Holz tun. Ja, vom Aussterben bedroht. Eher. Ui, ich hoffe, dass es so weit noch nicht ist. Aber ja, wenn du so gerne fährst, wieso nicht? Ja, also ich muss sagen, gerne fahren so. Also lieber wäre mir natürlich, wenn ich einen Pritschen
wenn ich eine Pritsche hinten drauf hätte. Aber wenn es die nicht gibt, da muss ich sagen, ist einfach der Schritt vom Fleetstar zu diesem Truck nochmal so groß, dass es sich im Moment zumindest noch lohnt. Trotz der fehlenden Rahmenzusätze diesen Teil zu wählen. Ist die Aufgabe auch wieder aktivieren. Das war Reparatur am Flussufer. Können wir nämlich direkt hier hochfahren. Hoffe ich zumindest, dass wir da mit dem Truck und dem Anhänger hochkommen. Und dann geht's zurück, vermutlich erstmal zur Tankstelle. Langsam wieder dunkel, Licht muss eingeschaltet werden. Ja, und ich weiß, man kann die Zeit zwar vorspielen, aber ich finde auch, das Fahren im Dunkeln hat was und gehört einfach dazu. Ja, Fußball ist zu Ende. Relegationsspiel. Hertha gegen Hamburg ist 1-0 für Hamburg ausgegangen. Rückspiel gibt es, glaube ich, am Sonntag oder Montag, ich bin nicht ganz sicher. Wird sich dann entscheiden, wer nächste Saison nochmal erste Liga spielen darf. Was täuscht dann im Dunkeln natürlich schon mal. So, bin aber auch jetzt im Bettchen. Wünsche euch noch einen guten Stream und wir sehen uns schlaf gut später. Ja, danke, Des Angel. Schön, dass du zumindest kurz vorbeigeguckt hast. Hat mich sehr gefreut. Dir auch eine gute Nacht. Ich mache ja auch nicht mehr allzu lange und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, ja, und da kommt auch schon sozusagen direkt die Ablösung. Grotti54, schön, dass du den Weg auch noch zu uns gefunden hast. Zumindest kurz. Das freut mich sehr. Und herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe, da kommen wir hier so rum, wie ich mir das vorstelle. Und dann nix wie zur Tankstelle. Und danach zum Holzlager. Ja, Krotti, ich hoffe auch, ihr hattet einen schönen Tag. Ich könnte jetzt ja sagen, ich weiß, dass ihr einen schönen Tag hattet. Wobei, war er für euch noch gar nicht schön. Kannst du ja vielleicht mal kurz dich zu äußern. Man versteht mich sehr schlecht. Ich hoffe, jetzt versteht man mich besser. Es liegt daran, dass ich das Headset heute nicht richtig auf habe, weil Kind Nummer 1 sich heute schon zwischendurch einmal gemeldet hat. Und das möchte ich natürlich nicht verpassen. Deswegen hatte ich das Headset nicht so richtig auf. Aber danke, dass du mir das sagst. Das lässt sich ja dann doch ändern. Einfach das Mikro wieder ein bisschen näher an den Mund. Ich hoffe, so ist besser. Vielleicht nochmal kurz Feedback. Drei
30 Liter. Tankanzeige schon rot. Das wird auf jeden Fall knapp, würde ich sagen. Da sieht man, wie die Tankanzeige runtertickt. Hat es einen sehr schönen Tag. Ja, das freut mich ja. Ja, aber da sieht man natürlich den großen Nachteil dieses Trucks ganz, ganz deutlich. Also ein enormer Spritverbrauch. Für uns jetzt hier auch nicht wirklich ein Problem, weil wir uns im Zweifelsfall ja bergen lassen könnten und auch eben nachtanken können. Aber im Hard-Modus muss man den ganzen Kram ja bezahlen. Da könnte es natürlich schon sein, dass das eine immense Rolle spielt. Bei aller Leistungsstärke und Power, die in dem Truck drinsteckt. Wenn einem ständig der Sprit ausgeht oder man sich den Sprit nicht mehr leisten kann, dann auch raus. Dann hilft einem das halt auch nicht weiter. Ja, wir drehen jetzt noch eine kurze Runde am Holzwerk vor, am Sägewerk vorbei, schließen die Aufgabe ab und dann würde ich sagen, sind wir für den heutigen Abend auch durch. Heute mal ein etwas kürzerer Stream. Aber wir sind einfach auch extrem gut durchgekommen heute. Das kann natürlich auch mal anders laufen. Von daher schauen wir einfach beim nächsten Mal. Ich werde nochmal später dann auch nochmal reinschauen und mir ein paar Gedanken machen, wie wir denn beim nächsten Mal und was wir beim nächsten Mal so angehen können. Nicht an einer Brücke, ja tatsächlich, zumindest nicht an einer neuen Brücke. Ich meine, der eine Truck steht ja immer noch an der Brücke, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil wir heute halt nur Nebenquests im Grunde gemacht haben und da nicht weitergefahren sind. Von daher schon irgendwie an einer Brücke. Da werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal zum Truck hinwechseln. Aber tatsächlich eine neue Brücke haben wir heute zumindest nicht entdeckt. So, ich bin dann mal pennen. Viel Spaß noch. Ja, Kampfsterine, schön, dass du da warst. Hat mich auch sehr gefreut. Wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, schöne Träume und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Und lass dich morgen nicht allzu sehr ärgern. Blick sollten wir nochmal auf die Karte werfen, denn beim Bootshaus oder beim Haus des Bootsmanns war ich ja noch nicht so oft. Dementsprechend, bevor wir uns verfahren, die Wegpunkte wieder setzen. Und dann geht's auch schon weiter.
sehr eng genommen, die Kurve, aber zum Glück trotzdem kein Problem. Bauer regelt. Jetzt hoffe ich auf der anderen Seite auch. Das sollte doch möglich sein, auch trotz Ladung. Haus rum und dann sollte der Auftrag auch schon fertig sein für heute. Ja, zum Glück nicht mit so viel Schwung gegen den Baum, sonst hätte es wieder Schäden gegeben. Da sind wir. Entladen. Aufgabe beendet. Reparatur am Flussufer. Wunderbar. Unsere kleine, aber stolze Flotte wird schon bald wieder den Fluss hinunterfahren. Vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Wir fahren jetzt noch schnell den Truck wieder hier raus. Zumindest mal bis auf die feste Straße, damit wir das nicht beim nächsten Mal angehen müssen. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Aufträge, die jetzt noch so anstehen. Wenn wir denn überhaupt hier rauskommen, können uns mal anschauen, was beim nächsten Mal dann ungefähr auf dem Plan stehen wird. Dann würde ich auch für heute Feierabend machen. Dann sind es immerhin doch noch 2 Stunden ziemlich genau wieder geworden. Das reicht für heute Abend dann auch. Vergessen, Motor ausmachen, sonst sind wir beim nächsten Mal hier und haben keinen Sprit mehr. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal in die Map rein, sehen ja auch, dass sich hier ein bisschen was freigeschaltet hat, also die Aufgabe Materialbestellung hat sich freigeschaltet, wo an das Logistikzentrum, an ein Haus des Priesters, wo auch immer das sein mag, und den Steinbruch an der Smithville-Talsperre geliefert werden soll. Unterschiedlichste Dinge. Und die zweite Aufgabe, die sich freigeschaltet hat, ist die Arbeit für echte Kerle, wo man auch was zum Steinbruch an der Smithville-Talsperre liefern muss. Ja, da würde ich sagen, beim nächsten Mal steht neben dem Thema Ersatzteile für die Bohrung wohl dann die Erkundung der Karte Smithville-Talsperre. Wir wechseln nochmal kurz dort rüber. Hier haben wir nämlich bisher kaum noch was entdeckt und dementsprechend
wird sich vermutlich der nächste Stream genau um diesen Bereich drehen, hier mal die Wachtürme zu entdecken, zu sehen, was es hier für Aufträge gibt und vor allem dann auch mit unserem Fleetstar über die besagte Brücke drüber zu fahren und dann zu schauen, wie weit wir denn mit unserem Anhänger, den wir ja ans Logistikzentrum liefern sollen, kommen können. Ja, ich denke, da werden uns noch das ein oder andere Hindernis in den Weg kommen, was es da zu beseitigen gilt. Und an der Stelle bleibt mir dann wieder nichts anderes übrig, als euch zu danken, dass ihr da wart, dass ihr es angeschaut habt, dass ihr es nachschaut. Entweder bei Twitch oder auf meinem YouTube-Kanal. Die Daten findet ihr alle in meinen Kanalinfos oder im Chat. Einfach mal draufklicken, ein Like, ein Follow dalassen. Auch gerne meine Videos liken auf YouTube, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und würde mich vor allem freuen, auch beim nächsten Mal euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und entlasse euch damit in eine hoffentlich gute Nacht. Wünsche euch schöne Träume. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Ich suche uns jetzt noch einen schönen Raid raus. Mal schauen, ob da noch jemand unterwegs ist. Ja, da sehe ich schon. Der Ruffy ist auf jeden Fall noch unterwegs. Zu dem wechseln wir dann jetzt. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht oder viel Spaß noch. Je nachdem, was ihr heute noch so vorhabt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.